Ja, die letzte Folge war lang und anstrengend, aber wir haben nicht aufgegeben und deshalb haben wir das auch gepackt. Und es hat sich ja da so einiges rausgestellt. Was? Kublai, alter Kumpel. Okay. Wenn du auf der Suche nach Liebe bist, bist du bei mir genau richtig. Kein Mann empfindet mehr für eine Frau, als ich für Xulan empfinde. Ja, das wissen wir bereits. Wir brauchen eine Ladung Liebe vom alten Piraten Aini. Dem schwirren ja die Turteltäubchen um den Kopf. Ja, so sieht das aus. Dann her damit! Dankeschön! So, es fehlt uns nur noch eine Essenz, die wir noch nicht gefunden haben. Du hast Liebe erhalten. Ah, oh, ist das nicht schön? Oh, da kommt gleich der Franzose in mir auch, Entschuldigung. Danke, Captain Kublai. Wow, das ist wirklich eine Menge Liebe. Mehr als genug. Die müssen jetzt nur Xulan verabreichen. Ich zähle auf euch, Junge. Benutzt deine Magie, um mir meine Liebe zu geben und bring mir meine Xulan wieder zurück. Ja, du Amor. Du Amor? Das heißt Amor, oder? Ja. So, Sie bekommen jetzt eine Ladung Liebe. Verehrteste, verflucht seist du, Kublai! Ich kann auf die Liebe eines Raufboldes, der dem gemeinen Pöbel entstammt, gut verzichten. Du weißt, was du zu tun hast, Dolly. Verpasse ihr die Liebe und sie wird wieder ganz die Alte sein. Ja, natürlich. Aber ich will die Liebe doch behalten. Ich will auch geliebt werden. In der heutigen Folge drehe ich ja ziemlich ab. Okay, ich gebe die Liebe ja schon her. Pff, scheiß auf Liebe. Hier, bitteschön, für Sie! Aber wie? Mein Herz! Tröpfchen, hör auf mit dem Scheiß. Kublai? Eure Hoheit, ihr weilt also wieder unter uns? Ich hab dich eben recht unwirsch zurückgewiesen. Denkst du kannst mir vergeben? Einerlei. Es war mir ein Vergnügen, solche harschen Worte aus dem Munde einer adeligen Dame zu hören. Hör auf, dich über mich lustig zu machen, Kublai. Ich bin nur froh, dass Königin Xulan kein gebrochenes Herz mehr hat. Genau, und ich muss sagen, ich bin echt beeindruckt von unserem Piratenheini hier. Wir haben uns jetzt schon zwei Portionen von seinem Herzen geholt. Ha, du hast recht. Seine Liebe für die Königin ist offenbar etwas ganz Besonderes. Ihr nennt mich Königin? Ich bin einen solchen Titels nicht würdig. Wow. Wow. Das sah aus wie drei Bildausfälle hintereinander. Ich habe keine Ahnung, aber das war jetzt crazy. Okay, weiter geht's. Das luftige Königreich Xanadu wurde aus dem Himmel gerissen und ins ferne Meer geschleudert. Ich konnte mein Reich nicht beschützen. Und dann kam ich in dieses Dorf und brach die Herzen seiner Bewohner. Ich bin wahrhaftig keine Königin. Aber, Euer Hoheit, ihr solltet nicht so hart mit euch selbst ins Gericht gehen. Hört mich an. Die Menschen von Xanadu haben euch als eine weise und gerechte Herrscherin kennengelernt. Ihr seid euren Pflichten als Königin und als Weise nachgekommen. Ihr habt unzählige Zauberer ausgebildet. Habt ihr all das Gute vergessen, das ihr getan habt? Kublai, was du sagst, mag wahr sein, aber es entschuldigt nicht den Schaden, den ich angerichtet habe. Ich habe so viel Leid verursacht. Euer Hoheit, wir haben den schweinfolgenden Geist einer Frau getroffen, eine Soldatin, die euch einst gedient hat. Sie gehört zu jenen, die in Xanadu gestorben sind. Und sie hat uns gesagt, es gebe Hoffnung für ihr Volk, solange Königin Xulan lebt. Sie hat von mir gesprochen? Von Hoffnung? Und seht euch um, die Bewohner dieses Dorfes mögen gebrochene Herzen haben, aber sie leben. Euer Hoheit, machen wir dieses Dorf wieder zu dem, was es einst war. Es mag eine Weile dauern, aber ich weiß, dass ihr dazu fähig seid. Ihr mögt keine Königin mehr sein, aber wir stehen immer noch an eurer Seite. Ihr seid nicht allein. Und wer sagt, dass Xanadu nicht wieder errichtet werden kann, hä? Oh, Kublai, ich danke dir. Ihr alle, ich danke euch. Du hast recht. Ich kann mich nicht der Verzweiflung hingeben. Ich muss zu jemandem werden, der den anderen Hoffnungen wecken kann. Das ist meine Pflicht.
Ihr seid unter den großen Weisen nicht die Einzige, die fehlgeleitet wurde. Mein Vater und Marquessin haben auch gelitten. Ja, Oliver hat ihnen geholfen, wie er euch geholfen hat. Und jetzt, wo ihr alle wieder einsatzbereit seid, kann der Kampf gegen das Böse richtig beginnen. Warte einen Augenblick. Ich hätte da noch eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Ich muss wissen, wie lange schon was zwischen Königin Sulan und Kublai läuft. Ich meine, eine Königin und ein Himmelspirat. Das ist so romantisch. Meine Güte, bist du vielleicht neugierig, ey. Kublai ist als Königin der Himmelspiraten berühmt und berüchtigt, aber in ihm steckt mehr, als es den Anschein hat. Haha, ganz richtig. Ich bin ein Mann mit vielen Talenten und furchtloser Anführer einer Bande von verwegenen Himmelspiraten zu sein, ist nur eines davon. Kublai hat auch als Kommandant der Luftlandedivision von Xanadu gedient. In dieser Position hat er für Königin Xulan gekämpft. Halt die Klappe! Ich kann für mich selbst sprechen, du Hundesohn! Sie waren Kommandant in Xanadu? Ja, das war er. Xanadu ist seit der Zeit der Magierkriege Konflikten aus dem Weg gegangen. Doch Neutralität lässt sich nicht aufrechterhalten, ohne über erhebliche militärische Macht zu verfügen. Kublais Truppen bildeten einen Teil dieser Macht. Oh, ich verstehe. Du warst der einfache Diener, der sich Hals über Kopf in die Königin verliebt hat. Ein echter Klassiker. Sven, musst du immer so ungehobelt sein? Aber es stimmt, ich habe Königin Xulan beschützt, seit sie ein kleines Mädchen war. Ja, ich hege Gefühle für sie, aber ich bin nun einmal nur ein einfacher Soldat. Mann, oh Mann, das muss hart sein. Doch das war damals, die Zeiten haben sich geändert. Geändert? Inwiefern geändert? Hast du mir vorher nicht zugehört? Ich bin keine Königin mehr, es gibt keine Rangstufen oder Hindernisse, die zwischen uns stehen. Kann es sein? Meint ihr wirklich? Ich habe mich doch klar ausgedrückt. Bitte lass es mich nicht noch deutlicher sagen. Komm schon, Kublai, sei nicht so begriffsstutzig. Verflix noch eins, Mann. Spann uns nicht länger auf die Folter. Wie oft willst du diese Frau noch zwingen, es zu sagen? Ja, haltet eure schnatternden Zungen im Zaum oder ich schneide sie euch ab. Ihr steht vor dem König der Himmelspiraten. Ach, was soll's. Schon gut, schon gut. Oh, ist das nicht süß? Die mildtätige Gnade des Herzens der Königin der Lüfte hat eine Geschichte im magischen Begleiter freigeschaltet. Hui! Du hast eine neue, fantastische Geschichte erhalten. Ich höre schon die Hochzeitsglocken läuten. Die Herzen der Bevölkerung von Perdida wurden geheilt. Kleine Nina, du musst furchtbare Angst gehabt haben. Ich entschuldige mich zutiefst für meine Handlungen. Sei dumm besorgt, Königin Xulan. Ich bin froh, dass ihr so nett und liebenswürdig geworden seid. Alle in Perdida ist jetzt so strahlend und heiter. Wir werden uns Shadar nie unterwerfen. Deine Worte sind Musik in meinen Ohren. Kinder wie du sind wahrlich die Träger der Hoffnung. Der Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft. Wir, die wir alt genug sind und es besser wissen müssten, haben den Pfad der Feigheit gewählt. Wir wollten frei sein von Furcht. Tja, was geschehen ist, ist geschehen und so weiter. Ich hoffe nur, dass Shadar dieser Schuft nicht noch irgendwo lauert und drauf wartet zuzuschlagen. Ich weiß, was ich tun muss. Meine Pflicht ist es, das Volk von Perdida vor Shadar zu beschützen. Ich schwöre, dass seine finstere Verzweiflung dieses Dorf nie wieder verschlingen wird. Ich werde alles, was ich getan habe, wieder gut machen. Gracias, Eurer Hoheit. Sieht aus, als hätte ich keine andere Wahl. Ich werde mich euch anschließen, Euer Hoheit. Wir werden dieses Dörfchen zusammen beschützen. Nein, Kublai. Es gibt andere Pflichten, denen du dich zuwenden musst. Dieses Dorf ist nicht das einzige, das von der finsteren Wolke von Shadars Verzweiflung beschützt werden muss. Mit deinem Luftschiff kannst du dich frei durch die Welt bewegen. Verstehst du, worum ich dich bitte? Ah, das tue ich. Nur allzu gut. Nein, aber ihr habt doch gerade erst zusammengefunden. Kublai, auch wenn wir getrennt sind, werden wir immer zusammen sein, solange wir dasselbe Ziel verfolgen. Ihr habt recht, Euer Hoheit. Ihr konntet schon immer gut mit Worten umgehen.
Dann wäre ja alles geregelt. Oh, aber bevor ich es vergesse, es gab einen Grund, weshalb wir ans Ende der Welt gereist sind. Dessen bin ich mir bewusst. Es geht um Morgenstern, nicht wahr? Ja, wir versuchten, seine Macht wiederherzustellen. Wir konnten die drei magischen Steine finden, aber selbst Marquessin konnte sie nicht mit dem Zauberstab vereinen. Du sagst, es überstieg Marquessins Kräfte? Wie kann das sein? Erzähl mir mehr. Aber lieben gern. Naja, er vermutet, dass es vielleicht deshalb nicht funktioniert, weil wir Morgenstern aus der Vergangenheit hierher gebracht haben. Ein maskierter Zauberer, der die Zeit selbst manipulieren kann. Ich bin äußerst neugierig, was er bezweckt. Aber ich werde darüber nachsinnen, wenn ich Zeit habe. Zuerst müssen wir Shadars Pläne durchkreuzen. Ich werde sofort mit dem nötigen Ritual beginnen. Schick! Klingt, als wüsste die gute Xulan, wie man Morgenstern wiederherstellt, was? Das nenne ich praktisch. Junge Oliver, ich werde etwas Unterstützung bei diesem Vorhaben benötigen. Bist du bereit, mir zu helfen? Sicher, Königin Xulan. Sagen Sie mir nur, was ich tun soll. Eine gute Antwort. Das Ritual muss im Freien vollzogen werden. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Ich werde warten. Ja, aber hallo, wir sind sowas von bereit. Wir sind allzeit bereit. Jetzt müssen wir nur noch den Weg hinausfinden. Ach, hier. Wir haben's geschafft, Leute. Wir haben's geschafft. Wir haben wieder ein krasses Monster besiegt. Danke, Oliver. Die Herzen aller Menschen sind wieder heil. Ja, ist doch schön. Ah, wir können Königin Xulan nicht die ganze Verantwortung überlassen. Wir müssen Shadar die Stirn bieten, sonst hat sich hier nichts geändert. Wir dürfen die Hoffnung in unseren Herzen nicht verlieren. So können wir uns Shadar widersetzen. Und das müssen wir auch. Wir müssen uns alle Shadar widersetzen. Das ist wichtig. So, nochmal 200 Gulden. Und wer hat hier bitte das Ding? Du kommst aus einem anderen Land. Das ist unsere Heimat. Perdida ist klein, aber wir haben große Herzen. Herr Mana, ich bin so hungrig. Entschuldige, Herr Manito. Ich mache jetzt das Abendessen. Was möchtest du essen? Oh, danke, Herr Mana. Kannst du wieder Eintopf machen? Oh, bitte, Herr Mana. Ist das Ihr kleiner Bruder? Sie scheinen sich beide wirklich gut zu verstehen. Das stimmt. Wir verstehen uns sehr gut. Aber er ist nicht mein richtiger Bruder. Wirklich? Sie sind so nett zu ihm. Ich war sicher, dass sie verwandt sind. Wie du siehst, ist unser Dorf sehr klein. Wir sind hier alle wie eine große Familie. Alle in diesem Dorf geben aufeinander Acht. Wir kümmern uns um Jung und Alt, als wären sie unsere eigene Familie. Mann, oh Mann, ein Dorf, wo jeder den anderen behandelt, als würde man zur Familie gehören. Das klingt wirklich toll. Ja, wir sind wirklich gesegnet. Ich liebe meine Heimat aus ganzem Herzen. Wow, dieses Mädchen hat ganz schön viel Liebe, was, Tröpfchen? Entschuldigen Sie, wir haben uns gefragt, ob wir Sie um einen Gefallen bitten könnten. Einen Gefallen? Bitte, erzählt mir mehr. Also, wir haben uns gefragt, ob Sie so nett wären, uns ein bisschen von der Liebe in Ihrem Herzen mit uns zu teilen. Haha, die Menschen von weit weg sind wirklich ganz anders als wir. Sag mir, was soll ich tun? Sie müssen nur eine Sekunde stillhalten, es dauert nicht lange. So, Liebe können wir ja wieder gebrauchen, also nehmen wir gleich mal mit. Ja, ich bekomme wieder Liebe, ah, romantisch. So, Dankeschön. Das, worum sich auf der Welt alles dreht. Ja, das ist eigentlich schon wahr, was? Ist es jetzt vorbei? Ich weiß nicht, was du getan hast, aber mein Herz fühlt sich leicht an. Herr Mana, ich bin so hungrig. Ich mache jetzt das Abendessen, Herr Manito. Herr Manito ist ein beschissener Name, Entschuldigung. Unser Bergdorf ist weit entfernt von anderen Menschen, aber wir haben hier dennoch ein gutes Leben. Wir geben unser Wissen und unsere alchemistischen Formeln von Generation zu Generation weiter. Du kennst dich mit Alchemie aus, oder? Natürlich! Seit wir klein waren, haben wir alles beobachtet, was die Matriarchin tut. Sie hat es dir also beigebracht. Sag, hättest du etwas dagegen, ein paar deiner Formeln mit uns zu teilen? Ganz und gar nicht! Viel Spaß beim Ausprobieren! Oh, cool! Wow, danke! Oh, ein paar neue Formeln! Seht, habt ihr jemals etwas Schöneres gesehen als den Anblick der Abendsonne von unserem Berg hier? Boah, Sie haben recht, es ist wirklich schön. Ja, sehr schön. Zum Kuckuck, schau dir das mal an, sowas kriegst du nicht alle Tage zu sehen. Ja, saugt den Anblick in euch auf, denn an dieser Schönheit können wir uns alle erfreuen. Von diesem Berg sehen wir jeden Abend, wie die Sonne in das Meer sinkt und vom Tage Abschied nimmt.
Wir beobachten, wie der Welt alle Farbe entweicht und der Nachthimmel seinen Sternenmantel umlegt. Diese Schönheit raubt mir jedes Mal den Atem. Wow, das ist bestimmt richtig toll. Ich würde es wirklich gerne sehen. Oh, das musst du auch. Das musst du. Nirgends auf der Welt gibt es einen Sonnenuntergang wie den in Perdida. Dessen bin ich mir sicher. Diese Dame hat aber ganz schön viel Zuversicht. Na, wundert's dich? Bei der Kulisse, Mann, da sehe ich richtig windzerzaust und verwegen aus, oder? Ja, total. Ja. Was glotzt du mich so an? Was du sagen lässt, spuck's aus, Mann. Entschuldigen Sie, ich habe mich gefragt, ob Sie uns vielleicht helfen können. Nun, ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Was willst du denn von mir? So wie Sie über die Aussicht schwärmen, klingen Sie, als wären Sie Ihrer Sache sehr sicher. Ich habe mich gefragt, ob Sie etwas von Ihrer Zuversicht mit uns teilen. Du möchtest dir meine Zuversicht borgen? Du sagst wirklich seltsame Dinge, aber ich sehe, dass du nichts Böses im Sinn hast. Bitte nur zu. Vielen Dank. Okay, los geht's. Ja, ich weiß, haben wir. Ich wollte schnell gucken, hier. Alchemie. Nein, nicht hier, Mist. Natürlich hier, im Kessel. Bei Alchemie. Was haben wir denn? Neues Tonikum. Stellt LP vollkommen wieder her. Geil. Was haben wir noch? Allheilmittel. Heilt alle Statusveränderungen. Das ist natürlich auch super. Es braucht halt viele Zutaten. Okay. Wir dachten, die Segnungen würden uns reinigen. Sie würden uns alles vergessen lassen. Doch was für ein Leben ist das? Es gibt Dinge, die man nie vergessen sollte, egal wie traurig oder schmerzhaft sie auch sein mögen. Da hast du allerdings recht. Hey, Opa! Ei, 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 mein armer Rücken, der tut weh! Entschuldigen Sie, geht es Ihnen gut? Kümmere dich nicht um mich. Ich bin einfach alt. Mit jedem Tag, der vergeht, habe ich mehr Schmerzen und Sorgen. Ei, 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 mein armer Rücken. Wärst du so nett und würdest mir helfen? Ich tue mich nämlich immer so schwer mit diesen... Ist etwas nicht in Ordnung? Wie es scheint, habe ich keine der speziellen Kompressen mehr, die ich verwende, um den Schmerz zu lindern. Und es gibt sonst nichts, was Sie benutzen können? Ich fürchte nicht. Ich habe vor einiger Zeit ein paar Kompressen von einem Krämer gekauft, aber wie die Jugend waren auch sie nur von kurzer Dauer. Sie waren ganz spezielle kalte Kompressen, die von einem Tomte, der in Julheim lebt, handgefertigt wurden. Immer wenn ich eine auf meinen armen Rücken gelegt habe, hat ihre kühle Frische meinen Schmerz rasch gelindert. Ich fürchte, ohne sie werde ich keine Linderung erfahren. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Würdest du für mich nach Julheim reisen und von dem Tomte dort eine kalte Kompresse holen? Ja, klar. Ich bin dir dankbar, aber vergiss nicht, dass Julheim weit von hier entfernt ist. Pass auf dich auf. Du darfst dich nicht meinetwegen in Gefahr begeben. Dankeschön, aber ich bin sicher, wir kommen klar. Warten Sie einfach hier. Ja, eine kalte Kompresse, die wird ja innerhalb von einem Tag auch wieder weg sein. Also, das was bringt, ich weiß ja nicht. Hallöchen. Was uns Königin Xulan gegeben hat, war also kein Segen. Dennoch haben wir uns nicht gewehrt. Wir haben uns einfach an sie geklammert. Es war unsere Schuld, nicht ihre. Oh, gute Ansicht. Was für eine Zukunft hätte uns erwartet, wenn wir blind an diesen Segnungen festgehalten hätten. Das packen wir jetzt alles in eine Folge. Die letzten Folgen waren jetzt einfach viel, aber dann haben wir alles abgeschlossen. Vielleicht haben wir das alles selbst über uns gebracht. Wir waren nicht stark genug, um uns zur Wehr zu setzen. Tja. Und du hast auch noch einen Auftrag für uns? Ah, ich kann diesen Traum nicht vergessen. Was ist denn los? Ja, es war gestern. Ich hatte einen merkwürdigen Traum. Was denn für ein Traum? Es war der sonderbarste Traum, den ich je hatte. Da war ein Mädchen, das genau wie ich aussah. Es war mein Gesicht, aber es lebte in einer anderen Welt. In meinem Traum pflanzte das Mädchen Blumen, die ich nie zuvor gesehen habe. Wunderschöne Blumen. Mann, oh Mann, der Traum hört sich ja ganz schön seltsam an, ja. Das war er. Und ich habe auch etwas gefühlt, obwohl ich nicht weiß, wie. Also, das Mädchen und ich, wir waren verbunden. Ist schwer zu erklären. Ich schätze, das Mädchen in dem Traum war aus deiner Welt, Olli. Sie sind höchstwahrscheinlich Seelenverwandte. Was hast du gesagt? Kommt dieser Junge wirklich von demselben Ort wie das Mädchen in meinem Traum aus einer anderen Welt? Das stimmt, ich komme aus einer anderen Welt, die ganz anders ist als deine. Ist das wahr? Das ist unglaublich.
kann ich dich um etwas bitten, falls du diesem Mädchen, das ich gesehen habe, jemals begegnest? Klar, schon. Was ich möchte, ist eine Blume. Ich hätte wirklich sehr gerne eine dieser Blumen, die das Mädchen in meinem Traum gepflanzt hat. Wenn du ihr begegnest, dann frag sie bitte nach einer dieser Blumen. Ja klar, kein Problem. Boah, das gibt 6 Sterne. Danke, die Blume, die ich gesehen habe, waren rosa und in einem Topf. Ich habe solche Blumen noch nie zuvor gesehen. Klingt, als wäre es an der Zeit, einen bestimmten Zauber aus der Versenkung zu holen und zurück in deine Welt zu reisen, Olli. Dann gehen wir wohl besser mal los und finden ein Mädchen, das so aussieht wie sie. Ja, das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Haben wir hier noch was? Den haben wir. Da drin ist noch Dings, Horatio. Dem helfen wir dann auch noch in der nächsten Folge. Da müssen wir gar nicht hin. Nina war immer so traurig, aber ich habe es so getan, als würde ich es nicht merken. Oh, es tut mir leid. Ah, das ist schon okay. Jetzt ist ja alles wieder gut. So, nehmen wir noch mit. Und was sagst du noch? Das ist furchtbar. Die Futtervorräte für die Lapakas sind aufgebraucht. Ja, aber da hinten hat's doch noch Stroh und Heu und was weiß ich. Es ist schwer zu glauben, dass der dunkle Schatten von Shaddaa hinter den Segnungen der Königin steckte. Ja, was? Ja, es ist wirklich erfreulich zu sehen, dass die Menschen von Perdida wieder ganz sie selbst sind. Diese Menschen haben uns bei sich aufgenommen, als wir mit meiner schweren, verwundeten Königin aus den Ruinen von Xanadu geflüchtet sind. Und wie haben wir sie vergolten? Mit Segnungen, die weder gut noch ehrlich waren. Aber es ist nicht ihre Schuld. Sie haben nur Königin Xulan gehorcht. Gehorsam ist keine Ausrede. Ich hätte etwas unternehmen können, etwas unternehmen müssen. Was geschehen ist, ist geschehen, Mann. Im Dorf ist wieder alles beim Alten, also Ende gut, alles gut, oder? Du hast natürlich recht. Und jetzt werde ich tun, was ich kann, um die Menschen dieses Dorfs zu beschützen. Das ist großartig. Ihr habt meinen Dank. Ich danke euch allen, dass ihr meine Königin gerettet habt. Shaddaas Taten in Xanadu können nicht ungeschehen gemacht werden, aber ich spüre, dass euch jene, die ihr Leben verloren haben, dankbar sind. Es existieren nur noch wenige Artefakte aus Xanadu, aber das hier habe ich aufbewahrt. Hier, nimm es, es gehört dir. Ah, eine neue Alchemieformel, cool. Gucken wir uns gleich mal an, was haben wir denn Hübsches? Zack, bestimmt das Unterste. Ich glaube, diese Alchemieformel haben wir wohl schon. Naja. Was sagst denn du, Kublai? Ah, ich habe Königin Xulan getroffen, als sie über Xanadu herrschte. Ein Königreich, das auf einer Insel errichtet worden war, die am Himmel schwebte. Meine Mannschaft und ich waren zufällig auf Reisen, als Shaddaa zuschlug. Als wir zurückgekehrt sind, war keine Spur von Xanadu zurückgeblieben. Wer hätte gedacht, dass ich meine Königin hier am Ende der Welt wiedersehen würde? Haha, das lässt sogar mein raues Herz an Wunder glauben. Ja, alter Haudegen. Wunder gibt's überall. Die bauen wir nicht. So, da nach oben müssen wir. Wir gehen aber jetzt in den Katzenkorb. Oder, nein, eigentlich kann ich ja hier speichern. Ich muss mal nicht mal. Obwohl. Doch, wir gehen in den Katzenkorb, weil. Vielleicht schalten wir damit wieder eine Geschichte frei. Ist ja jetzt oft passiert, wenn wir übernachtet haben. Hallo, wir möchten gerne übernachten. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Kohle. Es verehren sich nur wenige Besucher hierher nach Perdida. Seit Königin Xulan diesem Ort ihren Segen gebracht hat, hält eine Wache Miss ausnahmslos alle davon ab, das Dorf zu betreten. Es ist alles ein wenig seltsam. Sieh nur, Olli, in deinem magischen Begleiter tut sich was. Das sind dann wohl die Erinnerungen der Leute, die schon mal hier waren. Was? Die Seite ist ja nicht mal von diesem Dorf. Wo zum Kuckuck ist das denn? Jo, Region der Welt. Ah, Xanadu. Aha, eine Seite aus Xanadu. So, jetzt hatten wir 3 ziemlich lange Folgen oder sogar 4, bin ich mir nicht mal sicher. Ich glaube, es waren sogar 4. Ja, dafür sind wir jetzt eben auch gut vorwärts gekommen im Spiel und das ist auch mal gut. Und das nächste Mal reden wir mit der Königin und versuchen Morgenstern zu reparieren. Ich hoffe, das gelingt. Bis dahin, Freunde, euch noch einen schönen Tag.